Diese hauchdünnen Polymersolarzellen des MITs liefern pro Kilogramm Gewicht 18 mal so viel Strom wie konventionelle Siliziummodule. Ein einziges Kilogramm an Modultechnik liefert unglaubliche 730 Watt. Und das Spannende, diese neuen Module sind zusätzlich um den Faktor 5 bis 10 günstiger als jede andere Modultechnik. Es handelt sich hierbei um sogenannte organische Solarmodule, die mit Hilfe eines neuen Druckverfahrens hergestellt werden. Und das ist nicht nur ein realitätsfernes Forschungsergebnis. Viele Hersteller sind bereits mit verwandten Technologien am Markt vertreten. Man kann solche Solarmodule bereits jetzt kaufen. Eine geniale Erfolgsgeschichte. Schauen wir uns diese Alternative zu den gängigen Solarmodulen genauer an. Organische Solarzellen könnten aktuell der Gamechanger für die PV-Industrie sein. Viele sehen hier den Gewichtsvorteil als besonders relevant an. So wiegen organische Solarmodule nur 105 Gramm pro Quadratmeter. Zweifelsfrei ist das für Spezialoberflächen und leicht gebaute Strukturen äußerst relevant. Doch wirklich bahnbrechend an der Technologie ist der Preisvorteil und die Kosteneinsparungen beim Herstellungsverfahren. Um das zu verstehen, müssen wir uns aber erstmal mit der Siliziumtechnik vertraut machen. Die gängigen Silizium-Solarmodule sind nämlich überproportional teurer, als sie eigentlich aufgrund der Materialkosten sein sollten. Grundsätzlich ist nämlich Silizium weltweit in rauen Mengen vorhanden. Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdkruste. Aber es liegt nicht in Reinform, sondern gebunden vor, als Siliziumoxid bzw. Quarzsand. Doch diesen Sauerstoffanteil beim Silizium benötigen wir nicht. Der Prozess der Solarmodulherstellung beginnt daher mit der Abscheidung vom Sauerstoff. Dies erfolgt durch das Reduzieren von Quarzsand mit Kohlenstoff in einem Elektroofen. Das Ergebnis ist metallurgisches Silizium. Das Silizium wird dann durch den Siemens-Prozess weiter gereinigt. Hierbei wird gasförmiges Siliziumchlorid bei hohen Temperaturen an dünnen Siliziumstäben zersetzt. Hierdurch entsteht hochreines polykristallines Silizium. Wir haben hier nicht einen perfekten großen Siliziumkristall, sondern viele kleine, die zu einer Masse zusammengesetzt sind. Polykristallines Silizium kann zwar auch für Solarmodule genutzt werden, jedoch ist aufgrund der Kristallstruktur der Wirkungsgrad stärker begrenzt als bei monokristallinem Silizium. Der Grund? Die vielfachen Kristallgrenzen in der Struktur können den Elektronenfluss behindern, was zu höheren elektrischen Verlusten führt. Außerdem verursachen die Kristallgrenzen im Material, also die Bereiche, in denen zwei Kristalle aufeinandertreffen, dass Photonen gestreut werden. Hierdurch wird die Menge an absorbiertem Licht reduziert. Aus diesem Grund wird das polykristalline Silizium in monokristallines Silizium umgewandelt. Hierfür wird das sogenannte Tschochalski-Verfahren eingesetzt. Dabei wird ein kleiner, hochreiner Siliziumkristall, ein sogenannter Keimling, in eine geschmolzene Siliziummasse eingetaucht und langsam herausgezogen, während sich das System dreht. Ähnlich wie bei der Herstellung von Kerzen. Auch hier wird der Docht immer wieder in die Wachsmasse eingetaucht. Dieser Vorgang führt zur Bildung eines großen zylindrischen Einkristalls. Dieser perfekte Kristall wird anschließend in dünne Scheiben, in sogenannte Wafer, gesägt. Dieser Schritt erfordert extreme Präzision, um Materialverlust zu minimieren und die Dicke der Wafer konstant zu halten. Diese Wafer-Rohlinge werden dann anschließend weiterverarbeitet. Zum Beispiel werden durch chemisches Ätzen und Polieren Unregelmäßigkeiten und Verunreinigungen entfernt. Außerdem, und das ist ein zentraler Punkt, werden die Wafer dotiert. Hierbei werden minimale Mengen an Bor und Phosphor eingebracht, um die elektrischen Eigenschaften des Siliziums zu verändern. Hierdurch werden erst die Ladungsträgerbewegungen effektiv ermöglicht. Erst aufgrund dieses Vorganges können Lichtteilchen einen Elektronenfluss und damit verbunden Stromertrag bewirken. Diese Rohlinge werden dann mit einem Elektrodenmuster sowie mit Leiterbahn versehen und erhalten eine Antireflexionsbeschichtung. Fertig ist eine solche Solarzelle. Diese Solarzellen werden dann zu einem Solarmodul zusammengefügt. Dieser Vorgang beinhaltet das Verbinden der Zellen in Serien- oder Parallelschaltung, das Einbetten in ein schützendes Laminat und das Anbringen eines Rahmens sowie einer Rückpalette für Stabilität und Schutz. Diese ganzen Vorgänge sind allerdings extrem energie- und kostenaufwendig. Knapp 90% der Modulkosten sind rein auf die Herstellungskosten zurückzuführen. Der Löwenanteil entfällt auf die Reinigung des Siliziums. Genau das ist auch der Grund, warum man gerade so aktiv an Alternativen zu Silizium forscht. Das Problem ist der Kostenfaktor pro Kilowatt an Modulleistung. Zweifelsfrei sind Solarmodule schon jetzt wirtschaftlich, wie die aktuellen Forschungsarbeiten von Fraunhofer ESE zeigen. Aber zu einem wirklichen Preissturz wird es erst mit einer anderen Halbleitertechnik bzw. PV-Technik kommen. Wir reden hier von 80-90% Preissenkung. Und genau das wollen die MIT-Forscher geschafft haben. Der Ansatz, die gesamte Solarzelle und alle ihre Komponenten basieren auf Lösungen bzw. Flüssigkeiten, die auf eine beliebige Oberfläche gedruckt werden können. Mehr Vorgänge sind nicht notwendig. Grundsätzlich gibt es schon das ein oder andere Druckverfahren in der Solarbranche.
Doch absolut neu ist wirklich jede einzelne Schicht, von der Elektrode über die Leitungen und Co. in einem einzigen skalierbaren Vorgang drucken zu können. Das ist ein wirklich gewaltiger Meilenstein. Eine Solarzelle besteht ja nicht nur aus einer einzigen photoaktiven Schicht. Ebenfalls gibt es einen transparenten Leiter, eine Elektrodentransportschicht, Kontakte und viele weitere Schichten. Und das alles kann nun tatsächlich in einem einzigen preiswerten Vorgang geschafft werden. Und hierbei ist man nicht einmal an ein bestimmtes Druckverfahren gebunden. In Frage kommen die Schlitzdüsenbeschichtung, die Sprühbeschichtung, der Siebdruck und der Tintenstrahldruck wie beim handelsüblichen Drucker auf Papier. Eine Schlüsselrolle bei den neuen Solarmodulen spielt die Materialauswahl. Die ist wirklich beachtlich gut gewählt. Man hat nämlich keine horrend teuren Substanzen genutzt, die nur im Labormaßstab hergestellt werden können. Das MIT-Forscherteam hat sich für Materialien entschieden, die bereits jetzt in rauen Mengen kommerziell erhältlich sind. Die Vertriebswege und Produktionskapazitäten für die Rohmaterialien sind also in ausreichender Menge vorhanden. Als Substrat, also das Material, auf die die anderen Schichten gedruckt werden, ist Dyneema vorgesehen. Dyneema ist eine synthetische Chemiefaser auf der Basis von Polyethylen. Und das Material hat es zweifelsfrei in sich. Es wiegt nur 13 Gramm pro Quadratmeter und hält einer Belastung von 500 Kilogramm stand. Die photoaktive Komponente basiert auf einem organischen Halbleiter. Verbraucht wird von diesem Material allerdings im Schnitt nur 1 Gramm für einen ganzen Quadratmeter an Zellfläche. Diese Zahlen sind zweifelsfrei genial. Doch wie sieht es mit der Haltbarkeit und Effizienz aus? Letztendlich sind diese Faktoren genauso relevant für eine Wirtschaftlichkeitsrechnung wie das Herstellungsverfahren. Haben die Solarzellen keine nennenswerte Leistung oder eine Haltbarkeit von nur wenigen Wochen, ist die Entwicklung des MITs für die Praxis irrelevant. Doch genau das ist nicht der Fall. Und das schauen wir uns mal genauer an. Aber kurz eine Anmerkung. Auf diesem Kanal präsentieren wir in Zukunft weitere spannende News, Trends und Produkte aus dem Bereich der Energie- und Heiztechnik. Von Solarzellen über Kleinwindkraftsysteme bis hin zu Wärmepumpen und neuen Motoren. Wenn du diese Videos nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Kanal. Es lohnt sich. Doch zurück zum Thema. Die Effizienz der neuen organischen PV. Sie gilt als deutlich ineffizienter als die Siliziumtechnik, aber dennoch ist die Diskrepanz bei weitem nicht so hoch, wie man sie erwarten würde. Silizium erreicht aktuell im Idealfall über 25% Moduleffizienz. Die organische PV erreicht bis zu 19% Wirkungsgrad. In der Praxis allerdings sind nur Module mit etwa 15% Wirkungsgrad gebräuchlich. Leider sind die MIT-Solarzellen noch ineffizienter. Der Wirkungsgrad lag unter 10%. Dieser Vergleich ist allerdings mit Hinblick nur auf die Effizienz absolut irreführend. Verrechnen wir nämlich die Effizienz mit den Kosten, haben wir bei der organischen PV bis zu 5-mal mehr Leistung für den gleichen Preis. Die Bilanz ist also dennoch zweifelsfrei positiv. Doch was, wenn wir zusätzlich die Haltbarkeit berücksichtigen? Nun ja, hier sind die Hersteller dieser PV-Technik durchaus optimistisch. Wir und auch die Forscher des MITs haben allerdings berechtigte Zweifel. Der Schutz der Solarzellen vor Umwelteinflüssen ist unbestreitbar schwieriger. Während traditionelle PV-Module oft durch eine Glasschicht geschützt werden, würde ein solcher Ansatz die Gewichtsvorteile zunichte machen. Die Leichtigkeit der neuen Technik wäre Geschichte. Und dazu kommt, dass auch die Produktionskosten steigen würden. Setzen wir allerdings auf dünnere, weichere Materialien, ist die Anfälligkeit für Störungen durch mechanische Einflüsse, wie zum Beispiel durch Hagel, Wind und Schnee, zweifelsfrei höher. Aber hierfür gibt es eine geniale Strategie, die schon in der Praxis Anwendung findet. In den wenigsten Fällen betrifft der Schaden eine große Fläche des PV-Moduls. So werden zum Beispiel durch Hagelkörner nur kleine Bereiche der PV-Schicht angegriffen. Wir haben ja keine metergroßen Hagelkörner. Warum dann nicht einfach die PV-Fläche in sehr viele kleine Kammern untergliedern und mit Bypassdioden versehen? Wird eine Kammer zerstört, ist zwar der Schaden genauso hoch, die Modulleistung ist allerdings nur minimal eingeschränkt. Die anderen Kammern bleiben ja funktionstüchtig. Selbst wenn die PV-Technik aber dreimal so schnell kaputt gehen würde, wäre sie aufgrund des enormen Preisvorteils immer noch bis zu doppelt so günstig. Der organischen PV steht also bis zum großen Durchbruch nichts mehr im Wege. Oder? Naja, wenn das alles so einfach ist und so gut funktioniert, warum hat da nicht schon jeder organische PV-Module auf dem Dach? Warum setzt wirklich jeder auf die konventionelle Siliziumtechnik? Nun ja, genau bei dieser Thematik haben viele ein verzerrtes Bild. Zumal ist es ja durchaus logisch, dass, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, nicht jeder eben jenes Produkt über Nacht sofort besitzt. Der Markteintritt ist ja ein Vorgang, der sich über Jahre hinweg erstreckt. Und damit meinen wir nicht einmal, dass der Schritt vom Laborergebnis zum Produkt ein weiter ist. Viele stellen sich ganz allgemein den Markteintritt als den Zeitpunkt vor, ab welchem das Produkt für alle verfügbar wird. Aber so ist das ja nicht. Eine Firma fängt entsprechend der Förderungen und Investments mit Kleinserien an und arbeitet sich dann systematisch in den Massenmarkt vor.
Meistens werden sogar zuallererst aufgrund der einfachen Vertriebswege Kunden aus der Industrie bevorzugt. Und genau hier befindet man sich aktuell mit der organischen PV. Zwar sind einige Produkte bereits für Endkunden verfügbar, allerdings hat man überhaupt keine Herstellungskapazitäten, um jeden Webstore und Baumarkt mit organischen PV-Modulen zu füllen. Und dementsprechend fallen auch die Preise höher aus, als wir eben vorrechneten. Die große Preissenkung wird erst aufgrund der Skalierung eintreten können. Aber das ist kein technisches Problem, sondern eben ein wirtschaftliches. Ein Hersteller, der auf organische PV setzt und Module bereits vertreibt, ist Heliatec. Preislich ist man allerdings noch weit davon entfernt, auf gleicher Fläche mit Silizium konkurrieren zu können. Aktuell wird die organische PV als Ergänzung betrachtet. Sie wird überall dort eingesetzt, wo konventionelle Module überhaupt nicht genutzt werden können. So zum Beispiel auf und an Zelten, Silos, Hauswänden, aber auch schlicht und einfach auf Dächern, deren Lastreserven, also wie hoch die zusätzliche Last durch Solarmodule ausfallen darf, nicht bekannt sind. Und das ist auch der wichtigste Punkt, den wir mit diesem Video vermitteln wollen. Es gibt nicht die eine Technik, die sich bei jedem Bürger finanziell am besten lohnt. Auch in Zukunft werden sich auf begrenzter Fläche, wie zum Beispiel einem perfekt ausgerichteten Hausdach, eher Hochleistungsmodule mit besonders hoher Effizienz eignen. Und hier ist vor allem die Perovskit-Technik relevant. Hierbei handelt es sich um eine neue photoaktive Kristallstruktur, die im Verbund mit Silizium in Form einer sogenannten Tandemzelle eingesetzt werden kann. Hierdurch kann der Wirkungsgrad von Endprodukten auf weit über 30% gesteigert werden. Einen Hersteller für diese PV-Technik haben wir vor Ort besucht und uns die Technik genau erklären lassen. Unter anderem haben wir auch mit einem leitenden technischen Entwickler gesprochen. Wenn du mehr über die Tandem-Technologie und den Markteintritt sowie die Funktionsweise dieser PV-Module wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video. Abonniere außerdem gerne diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen.